Wow, 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 wow. Puh. Eine Woche haben wir jetzt gesendet, haben Bildungsfernsehen live gemacht. Ja, hier aus unserem Studio gesendet. Wir haben uns mit Programmieren beschäftigt. Wir haben uns in den letzten Tagen mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Ist auch heute nochmal ein kurzes Thema. Mein Name ist Thomas Schmidt. Ich begrüße euch jetzt hier im Studio. Ich habe jetzt angefangen, euch hier mit hineinzunehmen. Für mich ist das eine Premiere, weil auf der anderen Seite, das zeige ich dann ein bisschen später, sind über 30 pädagogische Fachkräfte, die nun zu Hause sitzen und euch, ihr jungen Leute, die, ja, ist gar nicht so einfach mit dem Homeschooling, ne, die sich konzentrieren sollen und die auch was lernen sollen in dieser Zeit, die euch zukünftig auch mit dem Thema künstliche Intelligenz und Kompetenzentwicklung beglücken möchten. Die sind im Moment alle stumm geschaltet. Wir sehen sie nachher zumindest eine große Menge an Personen, nicht wirklich. Wer möchte, kann auch zu sehen sein. Und sie können auch Fragen stellen. Ich begrüße euch also hier, ihr, die unserem Kanal folgen. Wir senden auf drei Plattformen, auf YouTube, Twitch und Mixer, je nachdem, wo ihr eingeschaltet seid. Vielen, vielen Dank an Microsoft, dass wir das hier zusammen machen dürfen. Und ich starte mal, Christian, meine Regie, können wir mal in den Hintergrund unsere wunderbare Webseite legen, damit alle gleich auch sich reinklicken können. Bei uns dreht sich heute alles um IT-Fitness. IT-Fitness, das spüren wir in den heutigen Tagen, für euch eine der Zukunftskompetenzen überhaupt. Und alle haben gedacht, na klar, ihr seid doch fit. Ihr seid diese sogenannten Digital Natives. Das ganze Thema Lernen über digitale Medien findet ja nur nicht so intensiv statt, weil Schulen nicht gut ausgestattet sind. Aber ihr seid fit, ihr seid gut auf den Beruf vorbereitet. Und was spüren wir im Moment? Na, so einfach ist das gar nicht. Einige von euch ersticken zum ersten Mal in einer E-Mail-Flut, wie ich schon immer. Das heißt, viele Lehrer haben gar keine andere Chance, als euch ganz viele Informationen per E-Mail zu senden. Andere von euch benutzen plötzlich sehr viele verschiedene Videochat-Funktionen oder Applikationen eher, die ihr auch noch nicht gekannt habt vorher. Und dazu kommt, das klingt zwar ganz schön, ich muss nicht in die Schule gehen. Ja, aber eigentlich ist das auch komisch. Man sitzt irgendwie so zu Hause, man muss sich selbstgesteuert um Aufgaben kümmern, man muss seine Kumpels hinzuziehen, weil ganz alleine funktioniert es nicht. Also viele Herausforderungen und die haben direkt etwas mit eurer Zukunft zu tun, mit den Berufen, die ihr vielleicht mal ergreifen wollt. Denn viele, viele, zum Glück gibt es schon viele Berufe, wo nun Mutti und Vati zu Hause sitzen und von zu Hause arbeiten können. Ja, die einzige tatsächlich Lösung, um dieses Abstandsthema richtig gut einzuhalten, nach Hause zu gehen, Homeoffice aufzuklappen. Aber nun sitzen plötzlich 4, 5 Leute auf einmal zu Hause, wenn man Pech hat, bei 3 Kindern. Na, jeder braucht ein Screen, da geht's schon los. Und man braucht eine ganze Menge von neuen Kompetenzen, um auch selbstgesteuert zu lernen. Und da will ich euch ein bisschen was zeigen. Und jetzt haben wir schon dreimal, glaube ich, das Wort künstliche Intelligenz genannt. Und als erstes will ich euch erstmal hineinholen in das Thema künstliche Intelligenz. Was ist das eigentlich? Naja, man kann es sehr einfach machen und kann sagen, also all das, was man, wie soll ich das sagen, also alle Dinge, die man normalerweise Menschen zuordnet, die sie tun, wenn die eine Maschine tut, dann sprechen wir von künstlicher Intelligenz. Okay, ist vielleicht eine ganz schöne Geschichte. Aber was ist es wirklich? Dafür haben wir was für euch vorbereitet. Ihr könnt an den Bildschirmen selber mitmachen, wenn ihr auf IT-Fitness gelandet seid. Das habt ihr bestimmt alle schon geschafft. www.it-fitness.de. Ich habe meinen Browser auf Vollbild. Ich zeige es hier oben nochmal. www.itfitness.de. Einfach reinklicken. Ich mache meinen Bildschirm wieder groß, dann haben wir die URL und gehen als erstes hier auf unseren Wissenstest. Denn die Grundlage, wenn wir darüber reden, was denn so im Zeitalter von künstlicher Intelligenz los ist, dann ist die Grundlage natürlich mal, was ist künstliche Intelligenz? Dafür haben wir diesen Test gebaut und würden den gerne mal mit euch machen. Ihr seht nicht die gleichen Fragen wie ich. Ja, also wenn ihr mir jetzt zuschaut und selber parallel klickt, dann bekommt ihr andere Fragen. Das ist auch nicht weiter schlimm, weil wir wollten ja, dass ihr mit dem Test euch wirklich schlau macht. Und das wäre ganz komisch, wenn man irgendwie alle Fragen nach wenigen Minuten schon auswendig kann. Ja, ich fange aber mal mit einer an, die ich hier sehe. KI kann mir helfen, mein Leben angenehmer zu gestalten. Naja,
Interessante Frage. Ich glaube ja. Tatsächlich benutzt ihr ja auch schon künstliche Intelligenz. Ihr wisst es nur oft gar nicht. Aber manche von euch haben auch so einen kleinen Lautsprecher zu Hause stehen, wo man sagen kann, mach mal bitte das Licht an. Mach mal meine Lieblingsplaylist. Ja? Schalte mal die Corona-Nachrichten für 2 Minuten ab. Diese Dinger kennt ihr alle. Ich und ich glaube, Screen, das ist sehr, sehr angenehm, dass man das benutzen kann. Nichts, ich ja. Nichts. Wunderbar. Erste Frage richtig gelöst. Zweite Frage. KI löst dasselbe Problem immer auf exakt dieselbe Art und Weise. Ah. Da sind wir jetzt schon mittendrin in dem Thema, dass man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen muss, wie eigentlich künstliche Intelligenz nun ganz konkret funktioniert. Dafür haben wir auch was vorbereitet. Das zeige ich euch gleich. Das ist eine andere Plattform. Ich bin mal mutig und sage, ja, das war falsch. Immer dann, wenn eure Antwort nicht richtig war, bekommt ihr eine ausführliche Erklärung. Und hier haben wir euch sozusagen versucht, klarzumachen, dass es eben nicht so ist, wie ich eben abgeschätzt habe, dass es immer das Gleiche ist. Ist schon die nächste Frage. Die dritte mache ich noch. Die heute zur Verfügung stehenden Datenmengen können auch ohne KI bewältigt werden. Ah, ja, wer hätte das gedacht? Als wir das entwickelt haben vor einem Jahr, diesen Test, konnten wir nicht ahnen, was auf uns zukommt. Die Datenmengen, die jetzt im Moment verarbeitet werden, um sichere Prognosen einer der Zukunftsberufe, nämlich solche Prognosen zu machen. Wer hätte das gedacht, dass ein Mediziner, der eher in dem Bereich der Mathematik angeordnet ist, Herr Drosten, zum Weltstar, in Deutschland ist er jetzt schon ein Star, wird und einige ihn als Bundeskanzler handeln. Also wenn ihr einen Berufswunsch habt, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, na dann werdet Epidemiologe und vor allen Dingen kennt euch mit Mathematik gut aus. Zurück zur Frage. Ja. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe gar nicht genau aufgepasst. Ich habe zu viel geredet. Das könnt ihr einfach weitermachen. Dazu braucht ihr mich nicht. Über diesen Test und über eine zweite Plattform, die ich jetzt mal einblende, www.ki-entdecken.de, könnt ihr euch zu Hause schlau machen zum Thema künstliche Intelligenz. Der Daniel hat in den letzten Tagen schon einige tiefer gehende Sessions dazu gemacht. So nennt sich dieses Format, was wir hier machen. Das sind keine Unterrichtsstunden, sondern Sessions. Gestern hat er gezeigt, wie man selbst ein neuronales Netz programmieren kann, was eine für euch wesentliche Entscheidung der Maschine übergibt. Die wesentliche Entscheidung heißt, ist es Pizza oder Burger? Ist ein bisschen lustig, aber es ist einfach ein schönes Modell, wo man mit Bildern tatsächlich eine Maschine selbst trainieren kann. Auch einer der Zukunftsberufe, nämlich KI selbst zu entwickeln, solche Machine Learning Systeme zu betreuen, vielleicht aber auch nur die Daten richtig auszuwählen und hier als Data Analyst dabei zu sein. Diese Plattform könnt ihr benutzen, um die wichtigsten Elemente der künstlichen Intelligenz zu entdecken. Aber uns geht es ja heute nicht nur darum, fachlich Wissen aufzubauen, sondern wir möchten ja sehr, sehr gerne, dass ihr ein bisschen etwas über euch erfahrt, weil die Wahl eines Berufes ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Man braucht dafür verschiedene Kompetenzen. Einige habe ich vor mir liegen. Zum Beispiel eine, die sehr, sehr wichtig geworden ist, Beurteilungsvermögen. Beurteilungsvermögen ist eine Kompetenz, die in sehr vielen Berufen benötigt wird und die ihr auch tatsächlich trainieren könnt. Und gerade in Bezug auf digitale Medien ist dies immer, immer wichtiger geworden. Denn wir haben Fake News, im Moment sehr, sehr viele seltsame Nachrichten. Alle haben diese WhatsApp-Nachricht bekommen, dass angeblich ein bestimmtes Medikament Corona bevorzugen würde. Sie wurde, glaube ich, gefühlt in meinem Umfeld in jeden WhatsApp-Channel geschickt. Und da war dann, ich zeige es nochmal, Beurteilungsvermögen extrem wichtig, weil man nur mit dieser Kompetenz auch in die Lage versetzt wird, hier richtige Entscheidungen zu treffen. Ihr braucht aber für Zukunftsberufe auch eine weitere Kompetenz, Kreativität. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit benötigen sehr viele von euch tatsächlich eine Menge an Kreativität. Wozu braucht man die? Naja, die einfachste Form ist im Moment, ich habe eine Dreiraumwohnung und es sind 3 Personen, die arbeiten müssen.
Und dann ist nur die Wahl, wer arbeitet in der Küche und wer arbeitet im Schlafzimmer. Da muss man vielleicht doch kreative Prozesse entwickeln. Und man muss auch lernen, dass man dann vielleicht nicht im Schlafanzug direkt durchs Videokonferenzbild der Eltern läuft. Das ist aber nur ein kleiner Teil von Kreativität. Kreativität nimmt im Zeitalter von künstlicher Intelligenz eher zu. Aber wir werden nicht mehr sozusagen alles alleine machen. Möglicherweise kann die Maschine selbst besser zeichnen als wir. Also möglicherweise ist die künstliche Intelligenz die bessere, also tatsächlich die bessere Maschine, um zu zeichnen. Das kann gut sein. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Maschine ja nur tun kann, was wir ihr auch geben. Das heißt, unsere Kreativität verändert sich. Diese Fähigkeit, kann ich euch auch zeigen, Kooperationsfähigkeit, ist etwas, was in fast allen Zukunftsberufen ihr brauchen werdet. Und das spürt ihr im Moment auch. Ihr sitzt zu Hause, ihr bekommt Aufgaben von euren Lehrpersonen, egal auf welche Art und Weise ihr diese Aufgaben bekommt, dann sitzt man zu Hause und sagt, was soll ich jetzt tun? Und jetzt fangt ihr an, hoffentlich mit einer digitalen Plattform eure Mitschüler einzuladen, mit ihnen zu sprechen. Treffen könnt ihr sie nicht. Also versucht ihr über digitale Medien ganz kooperativ zusammen Aufgaben zu lösen. Und wenn man in die Berufswelt schaut, dann stellt man fest, dass es fast, ehrlich gesagt, fast nicht mehr möglich ist, alleine, wirklich alleine Aufgaben zu lösen. Ich will euch noch eine zeigen und dann gehen wir wieder ein bisschen auf die Plattform. Die nächste ist Kommunikation. Also das spüren wir ja im Moment auch, wie sehr uns auch Kommunikation fehlt in dieser Zeit. Denn soziale Interaktion, wir sind soziale Wesen, hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und in der Zeit, wo wir uns nicht persönlich treffen können, ist es vielleicht auch ein ganz guter Ersatz, wo wir, wie soll ich das sagen, wo wir versuchen, über Kommunikation miteinander, über digitale Medien zumindest ein Stück soziale Nähe zu erzeugen. Viele machen nun Videotelefonie das erste Mal mit ihren Großeltern. Einige sind in Quarantäne. Dann muss man dort auch in besonderem Maß darauf achten, keinen Kontakt zu haben. Und es funktioniert aber. Aber das ist die Schlüsselkompetenz, die wir brauchen. Aber die brauchen wir nur nicht jetzt. In extrem vielen Berufen ist Kommunikation das A und O. Und manche denken ja, das wird uns demnächst die Maschine abnehmen, weil wir können ja mit diesen kleinen Lautsprechern miteinander tatsächlich sogar fast sprechen. Ich glaube eher, und das ist auch unsere Meinung, dass diese Kompetenz wichtiger wird. Auch natürlich in der Kombination, dass man auch mit Maschinen kommunizieren wird, aber sie wird auch wichtiger in direkten Kontakt im Beruf. Und ob dann der Transport über eine Videokonferenz erfolgt, also die Kommunikation über Videokonferenzsysteme erfolgt oder direkt am Tisch, das sei mal dahingestellt. Ihr tut gut daran, eure Kommunikationsfähigkeit zu trainieren. Und eigentlich seid ihr da gar nicht so schlecht. Das wissen nur viele nicht. Ihr seid Expertinnen und Experten beim Versenden von Sprachnachrichten. Etwas, was für mich sehr fremd ist, diese Form der Kommunikation. Und ich jedes Mal erschrocken bin, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme und ich in einem Gespräch mit Kunden, ein sogenanntes Meeting, sitze und plötzlich kommt eine Sprachnachricht von meinem Sohn oder meiner Tochter, dann bin ich sehr überrascht und frage mich, oh, ist das jetzt wichtig? Ist das eine ganz so und dann bin ich ganz durcheinander, weil ich kann sie ja in dem Meeting gar nicht öffnen. Aber ihr könnt das ganz prima. Ihr könnt auch eine andere Form der Kommunikation viel besser als wir. Wenn ihr an eure Chatverläufe schaut, ich zeige jetzt keinen, ich könnte das. Ich habe ja hier in meiner Kamera, könnte ich auch mein wunderbares Handy zeigen. Das tue ich aber jetzt nicht. Also zumindest nicht innen. Ihr könnt mit Emojicans tatsächlich fast Geschichten erzählen. Das kann ich nicht. Da bin ich ehrlich. Ich habe meine 5 Stück, die kenne ich gut. Und vielleicht sind es auch 10. Aber bei euch habe ich das Gefühl, ihr habt eine neue Sprache entdeckt. Und das alles kann euch aber helfen, auch in den Zukunftsberufen, in euren zukünftigen Berufen, weil genau diese Kommunikation in Chats, wo erst die Maschine anfängt zu kommunizieren und ihr dann einsteigt, das ist eine Kompetenz. Okay, wie kriege ich denn raus, ob ich selber eine Stärke habe? Haben wir was entwickelt. Wir gehen wieder auf itfitness.de. Wunderbar. Und wir haben hier Stärken erkennen für Jugendliche. Also hier haben wir jetzt einen Test für euch selbst entwickelt,
den ihr benutzen könnt, um herauszufinden, wo liegen meine Stärken. Ich starte den mal und ich würde ihn auch tatsächlich durchführen. Ja, es sind, ich hatte sie ja vorhin gezeigt, 6 zusätzliche Kompetenzen, die ihr braucht, also Stärken. Und da wir ein relativ gut wissenschaftlich ausgeprägtes Modell hinter diesem Test liegen haben, sind es insgesamt 24 Fragen. 4 mal 6. Okay. Aber das schaffen wir zusammen. Und sie sind durcheinander. Also man kriegt immer wieder einen neuen Test quasi. Und am Ende, das wollen wir uns nämlich mal anschauen, bekommt man ein ganz schönes Bild, wo individuell die Stärken liegen. Was ihr jetzt mit zugucken könnt, ist mein persönliches Kompetenzprofil. Also ich will mal versuchen, sehr ehrlich zu antworten, um zu schauen, wo meine Stärken liegen. In dem oberen Bereich des Testes wird immer ein bisschen ein Szenario aufgemacht, also ob in der Schule, der Ausbildung oder in der Produktion, ob im Nahverkehr oder im medizinischen Bereich, digitale Technologien eröffnen völlig neue Möglichkeiten für das Lernen und für den Beruf. Okay. Und jetzt kommt die Frage, immer steht dann hier, inwieweit trifft vor diesem Hintergrund folgende Aussage auf dich zu? Also ich persönlich antworte. Bevor ich anfange, ja, ihr könnt mogeln. Natürlich könnt ihr dort mogeln und könnt auch sozusagen eine Art Wunsch, ich hätte dort eine Stärke oder das ziehe ich immer den Regler nach oben einprägen. Was ihr damit macht, ihr behumst euch eigentlich selbst. Den Test sieht kein anderer, ihn seht nur ihr persönlich. Ihr könnt euer Ergebnis ausdrucken oder jemand anders zeigen, aber ihr könnt auch einfach die Hand draufhalten und sagen, nein, ich möchte das nicht. Das heißt, ihr müsst keine Angst haben, dass wir hier in irgendeiner Form Daten erfassen. Und deshalb kann ich immer nur bei Selbsteinschätzung darum werben, schätzt euch ehrlich ein. Also los an die Regler. Ihr könnt mir erstmal zuschauen, ihr könnt das später nachmachen. Ich weiß, dass durch digitale Technologien völlig neue Berufsbilder entstehen. Ja. Das weiß ich tatsächlich. Da kann ich den Regler wirklich mal voll auf 12 stellen, weil da bin ich ganz sicher, dass Berufe verschwinden und dass aber ganz viele neue Berufe entstehen. Zweite Frage. Ich gehe dann ein bisschen schneller schon direkt auf die Fragen. Veränderungen und neue Anforderungen durch digitale Technologien bringen auch Möglichkeiten für meine eigene Weiterentwicklung. Das erleben wir im Moment. Es stresst mich aber auch ziemlich. Ich stelle das auf 9, weil tatsächlich merke ich, ich habe in den letzten 3 Wochen, ich glaube, 8 verschiedene Videoplattformen benutzen dürfen und sollen. Und es stresst mich wirklich. Und ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass ich dann doch nicht so offen für Veränderungen bin. Vielleicht habe ich mich auch zu sehr an ein Werkzeug gewöhnt. Ich stelle hier auf mittelmäßig. Analytische Fähigkeiten. Ich kann Informationen mit digitalen Medien aufbereiten, um sie anderen zur Verfügung. Das hoffe ich. Hoffe ich innigst. Ich mache mal nur 11. Möglicherweise, ich habe mich auch schon 2-mal versprochen heute. Ich schaue auch nicht immer ganz genau in die Kamera. Das muss man auch erst mal lernen, dass man sozusagen versucht, auch diese soziale Interaktion so zu steuern. Weil ich sehe mich ja selbst auch nicht. Also ich stelle mal nur auf 10. Weiter, Eigenverantwortung. Ich weiß, dass KI mir nicht die eigene Verantwortung abnehmen wird. Richtig. Ja, so ist es. Sie kann mir helfen, aber sie kann es nicht machen. Ich motiviere andere, gemeinsam mit neuen digitalen Medien interessante Projekte umzusetzen. Ihr kennt mich nicht. Die Zuhörer ein bisschen, die erwachsenen Zuhörer, die dabei sind. Ich glaube, das darf ich auf Vollausschlag stellen. Normativ-ethische Einstellung. Gerade bei der Nutzung digitaler Medien berücksichtige ich die Regeln des menschlichen Miteinanders. Soll ich ganz ehrlich sein? Vielleicht sogar 7. Auch ich gebe manchmal Beef im sozialen Netzwerk, was nicht immer der richtige Weg ist. Manchmal reizt mich aber das dann doch und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann verlässt man doch ziemlich schnell so die Regeln. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich rumhate, sowas mache ich tatsächlich nie. Aber ich merke auch, dass es Themen gibt, die mich so ein bisschen ankrabbeln. Und dann gehe ich da auch rein. Und das ist eigentlich nicht gut. Ich sollte mich dort verbessern. Ich stelle das mal auf die 7. Okay, geht voran. Ich weiß, dass KI keine eigenen Wertvorstellungen besitzt. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich in China leben würde, würde ich den Regler weit nach unten stellen, weil ich glaube, dort ist die Gefahr noch größer, dass man künstliche Intelligenz auch Wertvorstellungen einprägt. Bei uns kann ich mir eigentlich sicher sein. Ich weiß es nicht ganz genau.
ich experimentiere gern mit neuen digitalen Medien und ihre Anwendungsmöglichkeiten. Ja, das mache ich wirklich gerne. Das kann ich schon sagen. Ich kann wesentliche Informationen von unwesentlichen unterscheiden. Normalerweise hätte ich den Regler ganz nach oben gezogen. In letzter Zeit stelle ich fest und auch sehr verwirrt gerade über die Nachricht, die ich vorhin erwähnt habe, also über das Medikament, was angeblich bei Corona schädlich sein sollte, und das nehmen sehr viele, dass ja kurz darauf die WHO gesagt hat, ja, das stimmt, und danach hat sie es wieder zurückgenommen. Und ich habe so ein bisschen ein Problem, dass man dann auch an diesem Thema hängen bleibt. Das ist eigentlich eine total unwesentliche Information, aber vielleicht ja doch. Ich nehme das Medikament übrigens überhaupt nicht. Und man merkt aber, wie man sich damit beschäftigt. Und vielleicht muss ich das auch besser machen. In Vorbereitung auf meinen zukünftigen Beruf beschäftige ich mich schon jetzt intensiv mit digitalen. Ja, das ist natürlich für euch gemacht. Was soll ich da sagen? Na klar. Ich gehe weiter. Offenheit für Veränderung. Ich weiß, dass digitale Technologien Veränderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt mit sich bringen, denen man sich stellen muss. Das hoffe ich. Das weiß ich schon. Eigenverantwortung. In meinem zukünftigen Beruf werde ich mich für den Einsatz von KI engagieren. Für mich heißt das also, werde ich mich für den Einsatz von KI engagieren? Yeah, Vollausschlag. Ich handle immer verantwortungsbewusst und korrekt, wenn ich digitale Medien nutze. Da muss ich jetzt wieder ehrlich sein. Vielleicht so. Die Potenziale digitaler Technologien möchte ich in meinem zukünftigen Beruf intensiver nutzen und einbringen. Also ich versuche das, ja, tatsächlich. Im Alltag oder für die Schule teste ich gern neue. Das mache ich wirklich auch gerne. Okay. Ich achte auf die Einhaltung von Werten und Normen, fordere diese auch von anderen. Naja, ich mache das schon, aber wie gesagt, ich sehe da ein Potenzial in mir, dass ich besser werden kann. Ich kann einschätzen, welche Auswirkungen die Nutzung und Unterschied haben können. Bah, das weiß ich nicht. Ob meine Einschätzung immer richtig ist? Wenn ich digitale Medien einsetze, achte ich darauf, welche Folgen mein Handeln auf andere hat. Okay, wir sind gleich fertig. Man sieht dort oben, hier oben sieht man, dass ich es fast geschafft habe. Zack. Ich weiß, dass künstliche Intelligenz die Folgen des eigenen Handels nicht abschätzen kann. Das weiß ich gar nicht. Ich stelle das mal ein bisschen runter. Ich nutze digitale Medien, um mit anderen über den verantwortungsvollen Umgang mit diesen Medien zu diskutieren. Das mache ich. Die Potenziale digitaler Technologien für die Gesellschaft und Arbeitswelt interessieren mich sehr. Ja, kann ich ein bisschen höher stellen. Zwei Fragen noch. Auch wenn die Zukunft mit künstlicher Intelligenz noch unklar ist, sehe ich neugierig und positiv entgegen. Ich weiß nicht. Ich stelle das mal auf die Mitte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon so weit sind als Menschen, dass wir das alles richtig machen. Ich weiß, dass bei der Nutzung digitaler Medien vielfältige Informationen und Daten entstehen. Das glaube ich schon, dass ich das ganz gut einschätzen kann. Und die letzte Frage, ich vergleiche Daten oder Informationen unterschiedlicher Quellen, bevor ich sie nutze. Hoffentlich. So. Thomas, ja? Ich kriege hier Anfragen aus dem Livestream. Es geht sofort los. Ich will nur kurz mein Ergebnis zeigen. Schön, dass es Rückfragen gibt. Ich gehe hier rein und zeige jetzt mal mein Kompetenzprofil. Und das wollte ich euch eigentlich zeigen. Man sieht, ich scheine sehr innovationsfreudig zu sein und meine größte Schwäche, wo ich am meisten dran arbeiten sollte, ist dieses Thema. Man kann sich noch die Streuung anzeigen. Man kann also sehen, wie scharf ich meine Antworten gegeben habe. Also bei der Innovationsfreudigkeit, das habe ich gar nicht drauf geachtet, scheine ich sehr, sehr gut zu sein. Und da scheine ich mir auch ganz klar zu sein, währenddessen in solchen Bereichen oder beim Folgebewusstsein die Streuung sehr groß ist. So, bis hierhin. Jetzt versuche ich mal, meinen Kopfhörer wieder aufzusetzen. So. Und jetzt hole ich, Achtung, wir sind jetzt live, ja. Jetzt hole ich quasi alle, die mit in dem Videocall sind, hier rein und bitte die Jutta darum. Jutta, da bin ich wieder. Vielleicht kannst du mal mit mir sprechen. Ja, jetzt spreche ich auch wieder mit dir. Jetzt höre ich dich wieder. Hallo Jutta, da bin ich. Genau der richtige Zeitpunkt. Genau, weil ich habe, jetzt muss ich einmal kurz meinen Mixer schließen, damit ich mich nicht oder du uns nicht doppelt hörst. Genau. Ja, ist gut.
ihr seht hier, was ich angedeutet habe, das sind alles Menschen, die sich aus pädagogischer Perspektive tatsächlich mit diesem Thema mir, beschäftigen. Wie viel, Jutta, wie viel Erwachsene hören uns jetzt zu? Ich glaube, das sind 30 bis 37 Erwachsene gerade. Wow, wow. Alle hier in Teams drin und sind mit uns unterwegs. So, Fragen. Fragen bis dahin. Fragen von Erwachsenen. Los geht's. Gibt's Fragen? Genau. Also die Frage tatsächlich, die drängendste Frage ist, wie jetzt die Erwachsenen, die gerne dieses Thema digitale Bildung und Future Skills in die Schulen, mit denen sie zu tun haben, wie sie das denn an die Schulen bringen können. Das ist somit die wichtigste Frage, die gerade alle umtreibt. Mhm. Das habe ich ja ganz am Anfang von dem Livestream schon mal aufgemacht, dass wir gerne möchten, dass Lehrerinnen und Lehrer, dass Berufsberater, Menschen, die sich um die berufliche Orientierung kümmern, aus ganz unterschiedlichsten Unternehmen, dass die euch helfen, den richtigen Weg zu finden. Und normalerweise war unsere Idee, dass wir eine Box bauen, die liegt hier auch schon, also so eine Materialbox, und dort den Lehrerinnen und Lehrern alles hineinpacken und dann sagen, okay, jetzt könnt ihr dort mit den Schülern arbeiten. So ist es auch gemacht und das wird vielleicht auch im neuen Schuljahr gut funktionieren, weil wir schicken dann an Lehrerinnen und Lehrer diese Box. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Wir haben eine schwierige Phase, wo ganz viel Fernlernen, würden die Schweizer sagen, oder Remote Learning auf Englisch oder Homeschooling stattfindet und wo wir uns neu sortieren und möglicherweise hat auch schon der eine oder andere Lust, sehr viel früher mit einer Lerngruppe einzusteigen und dann sollte er mit uns Kontakt aufnehmen, mit dir Jutta, und wir überlegen, ob wir Formate wie das, was ich jetzt gerade mache, wo ich dann auch gleich nach ein, zwei Fragen noch wieder zurückgehe zu den Jugendlichen quasi, wie wir dies aufnehmen können. Ja? Gibt's noch Fragen? Genau, ich glaube, die meisten Fragen, die jetzt noch kommen, sind tatsächlich operativer Art. Es war ganz spannend, gerade zu sehen, dass das mit dem Digitalen an manchen Stellen gar nicht so einfach ist, weil jeder zu Hause ganz unterschiedliche Voraussetzungen hat. Das kennen die Jugendlichen bestimmt auch vor Ort. Ja. Was aber ganz schön ist, ist, dass sich gerade auch alle Erwachsenen, das mal so für euch vom Computer, sich auch sehr, sehr stark unterhalten über die Chat-Funktion. Das freut mich gerade zu sehen. Okay, dann würde ich sagen, Jutta, du hast ja alle Informationen für diese Fragestellung. Ich würde deshalb vorschlagen, heute etwas früher das Einschalten der Experten und Expertinnen zu beenden und sie aber jetzt schon auffordern, wenn sie selber Lust haben, mal bei uns live ins Studio geschaltet zu werden, dann wäre das natürlich eine ganz großartige Geschichte, weil das können wir tatsächlich erreichen. Ich sage tschüss, bye bye. Genau. Gut. Und viel Glück weiterhin. Ich mache weiter mit den jungen Leuten. Jetzt wird's lustig. Gut. Okay, meine Lieben. Das war einfach nur mal so ein kleiner Reinsprung zu denjenigen Lehrerinnen und Lehrern oder auch Berufsbegleitern, die mit euch zusammen das tun. Wir sind wieder zurück. Ihr seht hier meine Auswertung. Und jetzt ist die Frage, was hilft mir das? Also bei mir ist herausgekommen, Thomas, ganz ehrlich, bei deinen normativ-ethischen Einstellungen musst du ein bisschen eine Verbesserung vornehmen. Das heißt, ihr seht hier, dort bin ich am schwächsten scheinbar in meiner Selbsteinschätzung. Nicht ein Lehrer oder jemand anders hat das eingeschätzt, sondern ich. Ich muss mich hier ganz kurz noch auf Nicht-Stören stellen. Auch eine Sache, die wir lernen. Könnt ihr kurz zugucken? Moment, beschäftigt, nicht stören, weil dann bekomme ich auch keine Nachrichten mehr im Hintergrund. So, jetzt bin ich im Nicht-Stören-Modus und jetzt können wir wieder zusammen weitermachen. Also ich könnte jetzt hingehen und könnte an meiner Schwäche, vermeintlichen, von mir eingeschätzten Größenschwäche arbeiten. Ich könnte aber auch hingehen und könnte sagen, hey, hier beim Thema Innovationsfreudigkeit habe ich eine ganz große Stärke. Ich könnte also mit anderen zusammen derjenige sein, der jetzt auch in dieser schwierigen Situation tolle Projekte entwickelt, neue Ideen entwickelt, vielleicht einen Bringeservice für Lebensmittel für ältere Menschen entwickeln, wo man auf einer kleinen Website sich anmelden kann und sagen kann, hey, braucht ihr Unterstützung? Also all diese Dinge wären dann vielleicht wichtig. Ich möchte heute mal an meiner normativ-ethischen Einstellung ein bisschen arbeiten. Und deshalb klicke ich hier auf den Schalter mehr. Zack. Okay.
Und hier haben wir was vorbereitet. Das ist ein kleines Lernmodul, was ihr gerne mal machen könnt. Es geht um Liebesbriefe. Ja, ich weiß, jetzt guckt ihr ganz komisch, wie es geht um Liebesbriefe. Naja, in einem Liebesbrief äußert man sich ja sehr persönlich zu Dingen. Und diese sehr persönliche Art, sich zu Dingen zu äußern, ist natürlich sehr hilfreich, wenn man sich zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz beschäftigen möchte. Man könnte nämlich mal einen Brief an die künstliche Intelligenz schreiben, was man alles so von ihr hält, und erhält vielleicht auch eine Antwort. Heutzutage im Moment noch nicht automatisiert, aber das wird es geben, dass auch Briefe automatisch beantwortet werden. Und das ist für viele Dinge total hilfreich. Für meine E-Mails wäre das mein Wunsch, bitte beantworte die so, wie ich es denke. Aber für einen Liebesbrief ist das keine Option, natürlich. Wollen wir mal reinhören? Na, ihr hört jetzt schon eine ganze Menge zu. Ich habe hier jemanden, da bin ich vorbei, die hat einen Liebesbrief an die KI geschrieben. Ja, ich mache den mal auf. Starte den mal. Liebe KI, wir müssen reden. Du weißt, ich mag dich. Du bist schlau, schnell und schlagfertig. Du spielst wahnsinnig gut Schach, bringst dir selbst das Autofahren bei und bist so wissbegierig. All das befähigt dich, uns Menschen zu beschützen. Mhm. Vor Unfällen, Diebstahl, Ineffizienz, aber auch einfach nur vor Fehlern. Ich glaube, es ist ganz gut zu verstehen, was wir dort machen. Also man selber schreibt einen Brief an die künstliche Intelligenz. Meiner würde vielleicht anders aussehen und vielleicht anders beginnen. Vielleicht würde ich sagen, liebe künstliche Intelligenz, vielen Dank, dass du da bist, weil ohne dich würden wir diese Wahnsinnsmengen gerade bei der Ausbreitung einer so schlimmen Krankheit wie Corona nicht verarbeiten können. Ich bin glücklich, dass du uns mit deinen Modellen hilfst, abzuschätzen, was wir vielleicht noch tun können und tun müssen, damit so schwierige Zeiten wie in Italien nicht auftreten. Ich bin auch glücklich, dass du all diese schönen Daten, die dir jetzt von Telefonanbietern zur Verfügung gestellt werden und in denen man prüfen kann, bewegen wir uns noch so viel oder ist unser Bewegungsspielraum tatsächlich sehr viel kleiner geworden und bleiben wir zu Hause, dass du diese Daten so schnell auswerten kannst. Aber, meine liebe künstliche Intelligenz, ich mache mir Sorge. Ich mache mir Sorge, dass diese Zeit, die im Moment begonnen hat, dazu führt, dass wir alle normativ-ethischen Diskussionen einfach ad acta legen und Hauptsache Daten haben, um irgendwie mit dieser Situation klar zu werden. Ich mache mir auch Sorge, dass deine Algorithmen, die immer mehr Leute auf Videoplattformen schicken, wo sie sich austauschen und versuchen, in sozialen Kontakten zu bleiben, dass diese Algorithmen dazu führen, sehr viele persönliche Daten zu erhalten und die vielleicht auch an andere Plattformbetreiber weitergegeben werden. Ja, ich mache mir sogar Sorge, dass wir sozusagen, um Gutes zu tun, etwas tun, was vielleicht nicht mehr gut ist und was in Zeiten ohne Corona gar nicht möglich gewesen wäre. Und andererseits frage ich mich, warum, liebe künstliche Intelligenz, verbietest du nicht, dass diese ganzen Bildschirmbilder von Zoom, einer der großen Videoplattformen, wo alle Menschen drauf sind, ungefragt, warum schaffst du es nicht, sie einfach zu verpixeln, automatisch? Ich möchte das gar nicht wissen, wer dort alles am Bildschirm sitzt. Warum, liebe künstliche Intelligenz, bist du nicht so weit, auch hier Datenschutz tatsächlich zu leben? Auch wenn die Nutzer es noch so sehr mögen, dass sie sich dort sehen. Möglicherweise könntest du es steuern, dass nur die Personen, die in dem Meeting sind, das Bild sehen und alle anderen nicht. Das vermisse ich. Das wäre der Liebesbrief, nur mal eine Idee, ausgedacht, nicht aufgeschrieben. Das Schöne an dieser Art, wie wir das machen, mit dem Liebesbrief ist, dass es auch einen Breakup-Letter gibt. Ein Breakup-Letter ist quasi ein Brief, der zurückgibt, was die KI also antworten würde. Ich starte das Video wieder, muss ein bisschen deine vorspulen. Algorithmen und Automatismen. Ich weiß ungefähr, wo das kommt. Mal wieder ein Auge zudrücken. Moment. Du leider nicht. In darf existieren oder muss ich sehr viel genau weniger zu lachen. Okay.
Liebe Julia. Da kommt er. Vielen Dank für deinen Brief, der sich irgendwo zwischen Liebes- und Beschwerdebrief liest. Oh. Du siehst, ich bin durchaus in der Lage, zwischen den Zeilen zu lesen. Ich mag es, dass du menschlich bist. Du brauchst länger, um auf den Punkt zu kommen. Das gibt mir aber die Möglichkeit, nachzuvollziehen, so? Welche gedanklichen Schritte dich dorthin geführt haben. Gar nicht so menschliche leicht. Intelligenz wird der künstlichen immer ein Schritt. Und so geht es quasi weiter. Das heißt, man schreibt selbst oder eine andere Person, der ich diesen Liebesbrief geschickt habe, eine Antwort. Bei mir könnte es möglicherweise so ausgehen, dass die KI antwortet und sagt, lieber Thomas, ich habe deinen Liebesbrief erhalten. Und bitte glaube mir, dass wir in der jetzigen Zeit alles dafür tun, um euch Menschen zu helfen, dass ihr diese schwierige Zeit übersteht. Dort greifen wir auch auf Daten zu, die wir vielleicht in anderen Zeiten nicht benutzen würden, aber sie helfen euch ja. Und ihr könnt euch sicher sein, dass unsere Algorithmen, die in uns einprogrammiert sind, diese Daten danach auch wieder vernichten. Es geht jetzt darum, gesund zu sein. Und lieber Thomas, ich weiß nicht, meinst du wirklich, wir sind schon so stark und so groß, dass wir erkennen können, welche Personen jetzt genau auf so einem Live-Meeting zu sehen sind und die dann zuordnen? Und möchtest du das eigentlich? Wer hat dich eigentlich gefragt, dass das die anderen Personen so wollen? Also einerseits wirfst du mir vor, ich würde zu lässig und zu innovativ in gewisser Weise mit euren Daten umgehen. Und andererseits hast du gar nicht beachtet, dass ihr es ja selbst in der Hand habt, überhaupt auch einen solchen Screenshot zu posten. Also ich frage dich, lieber Thomas, warum postet ihr überhaupt solche Screenshots? Und im Übrigen, wir sind ziemlich schlau, wir als künstliche Intelligenz. Wir können schon sehr, sehr viel Schmutz aus dem Netz herausholen und euch gar nicht mehr anzeigen. Aber auch da ist die Frage, wer baut unsere Regeln? Also gebt euch Mühe. Das ist vielleicht so ein kleiner Ausschnitt, wie man jetzt auch in dieser Zeit, die ja gar nicht so einfach ist, miteinander vielleicht auch so ein Spiel machen könnte, Liebesbriefe an die KI und zurück. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns dort etwas mit auf den Weg gebt. Ich gehe wieder zurück, ich mache das nochmal zu IT Fitness. Und wir haben ja hier gesehen, wie meine Selbsteinschätzung aussieht. Das zweite Thema, was ich euch nochmal zeigen wollte, ist, auch im analytischen Bereich scheine ich ja stark zu sein, aber möglicherweise auch nicht so stark, dass ich schon alles verstehe. Und da bin ich ganz froh, dass ich euch jetzt ganz kurz nochmal auf diese Plattform KI entdecken schicken kann. Ihr habt diese Woche schon zwei Unterrichtsstunden dazu gehabt, ja, und ihr könnt hier ganz viel selbst ausprobieren. Und was ich eben sehr interessant finde, zum Beispiel Gesichtserkennung. Hier sind Gesichter. Und im Moment geht es mir manchmal so, dass ich schreien könnte, tatsächlich schreien könnte, warum wir nicht raus dürfen und wir unsere Freunde nicht sehen dürfen. Und dann sieht man, was die künstliche Intelligenz von diesem Gesicht alles erkennen kann. Und hier kann man sehen, Kopfhaare, Gesichtshaare, Emotionen. Und die Maschine sagt, das ist 100% Ärger. Aber genauso geht es mir. Ich möchte manchmal einfach auch nur rausschreien und sagen, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich schaffe das alles nicht. Okay. KI entdecken heißt die Plattform. Ich zeige nochmal die URL hier oben. https://kientdecken.de. Okay. Ich gehe wieder zurück und möchte euch gerne eine weitere Möglichkeit zeigen, die wir hier hinterlegt haben. Wir haben für euch mal nachgeschaut, in welchen Berufen wird denn jetzt diese Kompetenzen, ich will sie mal nochmal zeigen, die wir jetzt brauchen, die neuen. Also Offenheit für Veränderung war in meiner Selbsteinschätzung. Ja? Innovationsfreudigkeit war in meiner Selbsteinschätzung. Normativ-ethische Einstellung, da habt ihr gesehen, da wollte ich mich verbessern. Das lege ich mal auf die Seite. Ja, also das wollte ich besser machen. Eigenverantwortung, die wir jetzt alle auch wahrnehmen müssen. Folgebewusstsein. Mhm. Analytische Fähigkeiten. Mhm. Und
Das waren sie schon, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 6. Die gehört zu den 4 Cs. Die packe ich hier rüber. Nicht durcheinander kommen hier an dem Tisch. Diese 6 sind besonders wichtig für eure Zukunft. Aber wo sind denn jetzt diese Zukunftsberufe und wo kann man denn auch was erfahren? Eine Geschichte, die ich euch zeigen will, ist natürlich das Thema der Medizin. Und hier haben wir mit einem Zukunftsforscher zusammengearbeitet, der uns geholfen hat, auch Zukunftsszenarien zu entdecken. Hier steht zum Beispiel, in Zukunft werden wir weniger krank. Denn KI wird uns helfen, erste Anzeichen zu erkennen und Krankheiten zu vermeiden. Sie wird aber auch erkennen, dass wir bestimmte Krankheiten bekommen oder uns bei Diagnosen unterstützen. Hierbei ist eine ethische Auseinandersetzung mit der KI notwendig. Was bedeutet das? Leider sind wir nicht so weit, dass man quasi an unseren Gesichtsbewegungen, an leichten Hüsteln, wir hüsteln irgendwie gerade alle, ist mein Gefühl, Corona erkennen kann. Aber wir sind schon an manchen Stellen so weit, dass tatsächlich die künstliche Intelligenz bestimmte Hautveränderungen erkennen kann und sagen kann, hier ist Gefahr im Verzug, hier muss man nicht nur zum Hautarzt gehen, sondern hier sind auch Eingriffe nötig, weil sich hier vielleicht ein Tumor bildet oder was auch immer. Wir können auch an anderen Dingen schon eine ganze Menge erkennen und die Vision unseres Zukunftsforschers ist, dass das wirklich ganz neue Möglichkeiten der Diagnose bietet. Aber, und das waren die ethischen Fragen, am Ende des Tages sollte immer noch ein Arzt entscheiden, was jetzt eigentlich passiert. Und das haben wir für euch aufgehoben. Wir haben auch immer Beispiele im Internet gesucht, wo ihr euch ein bisschen schlau machen könnt. Was reden die da bei IT-Fitness? Also gibt es das schon? Ist das reine Zukunftsmusik oder was machen wir dort? Und hier kann man tatsächlich sehen, wie Roboter Kindern helfen, gesund zu werden. Ein ganz anderes Thema. Und ohne künstliche Intelligenz und ohne digitale Medien hätten wir sowieso jetzt gar keine Chance, weil diese soziale Isolation stresst uns ja tatsächlich alle sehr, wie ihr es auch selber merkt. Schaut euch gerne diese Beispiele an. Ich gehe zurück und möchte ein weiteres Beispiel zeigen. Naja, klar, unser Arbeitsalltag wird sich verändern. Maxinus hat hier geschrieben, die Zukunft denkt anders. Der Wechsel von der Industrialisierung in die digitale Welt wird unseren Arbeitsalltag verändern. KI wird unser täglicher Begleiter durch die neuen Möglichkeiten, die wir nur nutzen können, wenn wir ihnen offen gegenüberstehen. Das heißt, er wirbt sehr für eine Offenheit für Veränderung und er hat absolut recht, KI ist unser täglicher Begleiter und nicht erst seit dem Beispiel von einem sehr, wie ich, kreativen Künstler, der einen Handwagen genommen hat, hat dort lauter Handys reingesteckt und ist mit diesen ganzen Handys, die alle das Navigationssystem offen hatten, durch eine Stadt gelaufen und der Anbieter der Navigationssoftware hat das als einen Stau gewertet, weil ja viele Handys an sind und viele die Navigation gestartet haben. Das hieß für ihn, okay, also hier befindet sich ein Stau und hat dann die ganze Strecke gestaut. Somit hatte er die Straße für sich alleine und es gibt sehr schöne Bilder von diesem Künstler, der das als Kunstaktion gemacht hat, um zu zeigen, wie stark künstliche Intelligenz uns schon täglich begleitet. Und auch da könnt ihr wieder Beispiele finden. Und auch hier haben wir ein Beispiel von einem Roboter, wo quasi die künstliche Intelligenz in menschlicher Form erscheint. Viele fragen sich, wird künstliche Intelligenz, also auch eine unserer Fragen im Wissenstest, zukünftig eher in menschlicher Form erscheinen? Und es gibt eine ganze Menge von Leuten, die sagen, dass es von Vorteil ist, wenn künstliche Intelligenz in Form von menschlichen, also in einem menschlichen Antlitz erscheint. Das klingt erstmal komisch, wenn man aber ein bisschen sich damit tiefer beschäftigt. Und das ist übrigens eine der ganz tollen Zukunftsberufe, die man machen kann, wo man sich mit sowas Embodied Learning, heißt das Stichwort, beschäftigt. Also lernen wir nicht mit unserem ganzen Körper, drückt nicht unser gesamter Körper ganz viel mehr aus, als wir denken und haben wir deshalb die Erwartung, dass unser Gegenüber auch in menschlicher Gestalt auftritt, wenn ich mit ihm bestimmte Interaktion machen möchte. Das ist spannend, das ist Wissenschaft,
ein Zukunftsfeld, die wird nicht aussterben. Also wer Lust hat zu forschen, dann kann ich nur, ob Junge oder Mädchen, ob junge Frau oder junger Mann, euch nur motivieren, werdet Forscher. Das ist fantastisch. Nicht alle werden in der Antarktis landen und da diese wunderbaren, immer wieder zu sehenden Bilder machen. Aber man kann auch im Kleinen forschen und man kann auch in der Pädagogik forschen. Ich gehe weiter. Wetter, na das muss ich glaube ich nicht anklicken. Ich glaube vielen ist klar, dass Wetterprognosen schon immer auf ultimativen Algorithmen basieren und dass die überhaupt nur in der Lage sind, auch Wetter abzuschätzen. Sehr chaotische Systeme, Wetterbeobachtungen und die Modelle benutzen natürlich auch so etwas wie künstliche Intelligenz. Und die Modelle gibt es schon sehr lange, also gerade in dem Thema der Forschung, wenn es ums Wetter geht, Wettervorhersagen, ist künstliche Intelligenz da. Also wenn ihr Wetterfrosch werden wollt, wunderbar. Gefahren erkennen, das finde ich eine der ganz spannenden Bereiche. Wissen, was kommt, das ist immer schön. Hat in Bezug auf Sicherheit am Arbeitsplatz aber eine ganz andere Bedeutung. Wie wäre es denn, wenn wir Gefahren erkennen, bevor sie eintreten? KI kann das und zusammen mit anderen Technologien wie Augmented Reality noch viel mehr. Das bedeutet, wie toll wäre es, wenn bevor ein Unfall passiert, die Maschine sich ausschaltet, weil sie an dem Bewegungsmuster oder an anderen Dingen erkennt, jetzt scheint, warum auch immer, weil man unaufmerksam ist, wie oft haben wir uns schon geschnitten. Stellt euch vor, ihr habt etwas, ein sehr scharfes Messer und schneidet etwas und in dem Moment, wo ihr quasi fast vor dem Finger seid, haben wir alle schon mal gemacht, sagt die KI, stopp! Okay, und dann geht's andersherum. Das ist sehr hilfreich in der Arbeitswelt. Für euch selber ist es so, wenn ihr einsteigt in den Beruf, wird das Thema Lernen mit Augmented Reality, also sozusagen mit 3D-Brille, sehr wichtig sein, um auch selbst zu trainieren, Fehler zu vermeiden. Aber ihr werdet in sehr vielen Systemen auch feststellen, dass die Systeme Fehler in gewisser Weise untersagen bzw. Fehler vermeiden. Das kann auch mal nervig sein, weil die eine oder andere Funktion die KI falsch entdeckt und mir dann eine Operation, eine Sache nicht, sie nicht durchführen lässt. Möglicherweise erkennt sie auch ein Stück Finger nicht genau oder kann es nicht genau unterscheiden von einer Zwiebel. Und dann würde das Messer sozusagen zu früh aufhören. Keine Ahnung. Okay, was haben wir noch? Mobilität, darüber können wir gerne reden. Also werdet Mobilitätsexpertinnen und Experten. Eines der spannendsten Themen. Autonom zu fahren heißt ja nicht, dass alles nur noch die Maschine steuert, sondern autonomes Fahren wird nur funktionieren, zum Beispiel im Bereich der Logistik, wenn auch Menschen dazwischen sitzen. Ja, wir können schon Drohnen steuern. Das ist kein schönes Anwendungsszenario von neuer Technologie. Aber wenn wir uns vorstellen, dass Transport sozusagen ohne Personen stattfindet und auch wieder in der jetzigen Zeit, wäre das ja hochspannend. Wir gefährden ja in gewisser Weise auch die Menschen, die im Moment unsere Waren transportieren. Wenn das automatisch stattfinden würde, wäre das natürlich großartig. Und da haben wir eine ganze Menge aufbereitet und haben auch hier ein Beispiel, wo es um autonomen Nahverkehr oder überhaupt um autonomen Verkehr geht. Und das wäre natürlich schon toll. Nicht nur, weil man dann im Auto auch noch aufs Handy gucken kann und nicht mehr steuern muss, sondern weil Unfälle vermieden werden, weil wir Verkehrsströme viel besser steuern können, weil wir bestimmte, sage ich mal, eine Auslastung von einem Fahrzeug besser steuern können. Das sind alles Anwendungen von künstlicher Intelligenz in eurer zukünftigen Berufswahl. Ich finde gerade das Thema Logistik, aber auch das Thema Nahverkehr extrem spannend. War der Busfahrer eher so ein Beruf, der, naja, auch ein bisschen vielleicht nicht zu den Höchstqualifizierten gehörte, obwohl er total hohe Verantwortung hat. Also ich finde, das ist ein toller Beruf, weil man wirklich für viele Leute Verantwortung hat, auch als Lokführer. So wird einem das durch künstliche Intelligenz in Zukunft in gewisser Weise mit abgenommen. Aber am Ende des Tages werden andere Kompetenzen gebraucht, um auch in diesen Berufen da zu sein. Möglicherweise sitzt man dann nur noch an einem großen Terminal und überwacht 3 Züge auf einmal. Aber man ist immer noch genauso gefragt, weil niemals wird eine künstliche Intelligenz alle Gegebenheiten perfekt abschätzen können. Und wir wollen es ja vielleicht zum Teil auch gar nicht. Wir wollen ja zum Teil gar nicht, dass die künstliche Intelligenz uns alles abnimmt. Okay, letztes Beispiel. Zukunft der Bildung, überhaupt gar keine Frage. Es ist eigentlich lustig. Was ist daran lustig?
Wir haben die Möglichkeit jetzt schon, dass wir mit Hilfe von Technologie, von künstlicher Intelligenz zum Beispiel, feststellen können, wo habt ihr in einem bestimmten Fach Stärken oder Schwächen. Zum Beispiel im Fall Deutsch gibt es ja so Sachen, die man immer wieder falsch macht. Auch ich mache dort immer wieder die gleichen Fehler. Und es wäre ja eine gute Möglichkeit, wenn mir jetzt künstliche Intelligenz diese Fehler zeigt und mir dann passgenau ein Programm zur Verfügung stellt, was quasi genau mir ein Training gibt, damit ich diese Fehler in Zukunft nicht mehr mache. Aber dann kommen viele Fragen nach oben und das ist das Lustige. Wer darf das alles sehen? Also das Thema Datenschutz. Möchte ich das eigentlich so genau auch wissen? Kann dann auch eine Lehrperson bei 30 Menschen, wo sehr individuelle Diagnosen gestellt werden, auch noch adäquat reagieren? Und verlieren wir nicht die Hoheit über das Großwerden, wenn wir jetzt auch noch der Maschine das Lernen überlassen? Das sind wieder ethische Fragen. Ich finde es trotzdem spannend und wir beteiligen uns zusammen mit einem Partner, mit Lexplore, an einem System, wo künstliche Intelligenz uns auch wirklich helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Das waren ein paar Beispiele. Heute war es hier bei IT Fitness nicht ganz so interaktiv wie die letzten Tage. Da hat Daniel sehr schöne Szenarien gezeigt auf KI entdecken. Ich weiß, aber vielleicht ist es auch wichtig, sich aus dieser Perspektive mit dem Thema zu beschäftigen. Ja? Thomas, kannst du noch auf eine Frage aus dem Publikum eingehen? Ja, gerne. Und zwar eine Frage war, ob man vielleicht auch mal live ein Chatbot programmieren könnte im zukünftigen Livestream. Also das ist eine Frage, die uns schon häufiger gestellt wurde. Ich zeige erst noch mal ganz kurz auf KI entdecken, kann man sich ja auch mit dem Chatbot tatsächlich, eins noch zurück, auch erstmal überhaupt einen ausprobieren. Ich bin nicht schnell genug. Ich gehe auf die Szenarien. Da gibt es schon einen Chatbot. Okay. Vielleicht wissen gar nicht alle, Christian, was ein Chatbot ist. Ich würde mal eine Nachricht schreiben. Hallo, wie heißt du? Das ist ein Chatbot. Also ich habe jetzt quasi hier etwas hereingeschrieben, aber nicht an eine Person, sondern an unseren Bot. Mal sehen, ob er antwortet. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er aufgewacht ist. Manchmal muss man ihn erst aufwecken. Ich weiß nämlich, wie er heißt. Cody. Ah, im Moment antwortet er mir gerade nicht, was auch nicht schlimm ist. Wir geben ihm mal ein bisschen Zeit. Also die Frage war ja, können wir sowas mal live zeigen, wie man das macht? Na klar, können wir das versuchen. Das ist aber dann sozusagen das Gegenteil von meiner Session, also meiner Unterrichtsstunde jetzt. Ich habe viel erzählt und habe euch versucht, da ein bisschen mit hineinzunehmen. Ein Chatbot zu programmieren ist eine hochtechnische Sache, die wir dort machen müssen. Und da wird halt hart gecodet. Aber warum nicht? Ich nehme das gerne in unsere Programmplanung auf. Christian, die Jutta ist mir ja jetzt sozusagen verloren gegangen, weil sie ja unsere Fachkräfte weiter betreut. Ja. Gibt es denn noch weitere Fragen zu dem Thema Berufe und künstliche Intelligenz? Im Moment sehe ich gerade keine Fragen. Okay, dann möchte ich vielleicht noch eine, ich gehe mal wieder hier drauf, ich möchte gerne noch eine Sache mit aufnehmen. Ihr habt ja hier alles schon gesehen und zwar, ach, das war wieder ein Fehler von mir. Was kommt davon? Okay. Und zwar würde ich gerne für euch noch etwas mit hineinnehmen. Ich muss noch mal meinen Bildschirm groß machen, was das sehr betrifft. Ich weiß, dass die Berufswahl eine der schwierigsten Fragen ist, die man beantworten soll. Ich kann euch, oder muss man ja auch irgendwann beantworten, ist auch gar nicht so einfach. Was ihr aber gerne machen könnt, es gibt ganz wunderschöne Angebote, wo man sich über Berufe informieren kann und wo man auch Berufe findet, die es noch gar nicht gibt. Und ich würde gerne mal ankündigen, dass wir auch dazu in der nächsten Woche eine kleine Live-Session machen, wo wir Berufe der Zukunft vorstellen. Und wisst ihr, was das Beste dabei ist? Wir haben Expertinnen und Experten, die bei Microsoft arbeiten, die uns auch dann von überall aus Deutschland zugeschaltet sind und uns schon erklären, dass diese neuen Berufsfelder es wirklich gibt. Ich weiß, dass es um das Thema
Automotive, also alles, was mit Mobilität, mit Fahren zu tun hat, gehen wird. Das kündige ich jetzt schon hier an. Ich weiß, dass es auch einige gibt, die gerne euch mal zeigen wollen, dass man ein Computerspiel, ihr kennt es alle, Minecraft, benutzen kann, um programmieren zu lernen. Dort werden wir jemanden mit dabei haben. Und ich weiß, dass es auch KI-Experten gibt, die uns mal versuchen wollen, besser zu erklären, was hinter diesen ganzen Schlagworten in der künstlichen Intelligenz eigentlich steckt. Und ich will nicht zu viel verraten, sie haben sich sehr lustige Bilder überlegt, also nicht Fotos, sondern sozusagen Gleichnisse, wie man jetzt künstliche Intelligenz auch besser verstehen kann. Das heißt, das ist mein Ankündigungsblock. Wir sind fast am Ende. Nochmal, gibt es noch Fragen, Christian? Ich schaue nochmal. Nein, ich habe jetzt gerade keine vorliegen. Okay, dann bedanke ich mich bei euch etwas früher als gewohnt. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man 3-4 Minuten früher Schluss macht. Freuen sich die Schüler, können sie eher in die Pause. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir machen nächste Woche weiter. Montag ist unser freier Tag. Da brauchen wir, um hier wieder ein bisschen Luft ins Studio zu lassen. Und ab Dienstag geht es um 10 Uhr wieder los mit Programmieren. Ab 11.30 Uhr geht es dann wieder weiter mit dem Thema Future Skills, wie wir das nennen, also Kompetenzen für die berufliche Orientierung mit unseren Expertinnen und Experten, die wir dazu schalten. Und am Nachmittag gibt es dann das Programm für die Erwachsenen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Microsoft, die das mit uns ermöglicht haben, die uns das ermöglicht haben. Vielen Dank nochmal. Mein Name war Thomas Schmidt und ist Thomas Schmidt. Tschüss, bis bald.